Guten Tag, liebe Dahua-Community, leider gab es bei diesem Webinar einige Audioprobleme. Daher diese Nachsynchronisation. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Webinar mit dem Thema Dahua Each Videosprechanlage. Wir befassen uns mit den Themen 1. Allgemeine Informationen, 2. Produkt des Monats, 3. Installation und 4. die Inbetriebnahme. Für die Each-Serie bieten wir zurzeit ein Villen-Tür-Modul und 2 Videosprechstellen-Modelle. Eines mit einem kompakten 4,3-Zoll-Display und eines mit einem 7-Zoll-Display. Für die Villen-Videosprechstelle bieten wir zurzeit 3 Installationsboxen an. Eines für die Unterputzinstallation und 2 für die Aufputzinstallation, eine mit und eine ohne Regencover. Selbstverständlich können Sie auch unsere Each-Serie als Starter-Kit erwerben. Das KTX 1 mit dem 7-Zoll-Display oder das KTX 2 mit dem kompakten 4,3-Zoll-Display. Im KTX 1 ist zum Beispiel die Villentürsprechstelle, ein Aufputzrahmen, das 7-Zoll-Display, der Controller, die Busweiche und der Busabschluss sowie das Netzteil enthalten. Kommen wir nun zum möglichen Aufbau und der Bustopologie der Zweidraht-Each-Serie. Wichtig ist bei dem Zweidraht-Bus der Each-Serie zu beachten, dass es maximal 6 Geräte in der Installation geben darf. Beispielsweise 2 VTOs und 4 VTH. Das System unterstützt 2 HDCVI-Kameras, Netzwerkkameras können zurzeit noch nicht hinzugefügt werden. Für die Einbindung der DMSS-App wird der entsprechende Monitor einfach mit dem WLAN verbunden. Im einfachen Betrieb mit einem VTO und einem VTH muss nichts weiter beachtet werden. Wenn Sie 2 Monitore an die Busweiche anschließen, achten Sie auf die Adressierung der Monitore mit den DIP-Schaltern. Die Adressierung ermöglicht es, dass die Einrichtung des Systems leichter dank werkseitiger Parametrierung wird. Sie sparen sich bei Installationen mit mehreren Geräten die SIP-Server-Parametrierung und softwareseitige Adressierungen. Die maximale Länge der Zweidrahtinstallation vom ersten bis zum letzten Gerät sollte nicht länger als 200 Meter sein. Die maximale Entfernung vom Controller zum Monitor ist 100 Meter. Auch wichtig ist zu beachten, dass alte Leitungen und Abzweigdosen mit schlechten Übergängen die maximal mögliche Entfernung reduzieren können. Fassen wir nochmal zusammen: Sie können maximal 6 Geräte am Each-Zweidraht-Bus betreiben, Monitore unterstützen 2 HDCVI-Kameras und diverse Alarmeingänge. Die Leitungslänge der gesamten Installation sollte nicht länger als 200 Meter und die Entfernung des Controllers zum letzten Monitor nicht länger als 100 Meter sein. Die Adressierung der Geräte via DIP-Schalter erleichtert die Einrichtung und unterstützt die Plug-and-Play-Philosophie der Each-Serie. Kommen wir nun zum Unboxing und der Installation des Starter-Kits KTX 1. In diesem Karton befindet sich der Controller und der Busabschluss. Das Netzteil mit dem Adapter für den Controller.
Der Aufputzrahmen mit Installationsmaterial. Das VTO bzw. die Each-Villain-Sprechstelle. Der 7 Zoll Indoor-Monitor mit allen Kabeln, Wandhalterung und der Zweidraht-Großweiche. In den Verpackungen liegen keine Handbücher mehr bei, nutzen Sie stattdessen den QR-Code, um immer die aktuellste Version der Anleitung als PDF zu erhalten. Stellen Sie bei Vertratungsarbeiten immer sicher, dass Sie im spannungsfreien Zustand arbeiten. Verwenden Sie auch im Testaufbau das Gehäuse, damit der Sabotagekontakt betätigt ist. Der Bootprozess dauert einen Moment, ohne dass etwas zu sehen ist. Seien Sie nicht verunsichert und warten.
Das Benutzerpasswort dient der Scharf- und Unscharfschaltung der Alarmfunktion. Calling now. Please wait a moment. The door is unlocked. The end of the call. Für eine Alarmfunktion macht es Sinn, einen Türkontakt der Hauseingangstür auf Ein- und Ausgangsverzögerung zu setzen und weitere Melder, beispielsweise Bewegungsmelder, auf Sofortalarm zu programmieren. Um die Peer-to-Peer-VPN-Verbindung mit der DMSS-App einzurichten, ist es zwingend nötig, ein sicheres Passwort im Monitor zu hinterlegen. Der Benutzername ist User.
Sprachverbindung zur Außenstelle. The end of the call. Es klingelt an der Außenstelle. Calling now. Please wait a moment. Sprachverbindung zum Innenmonitor. Aktivieren und deaktivieren der Alarmfunktion. Thank you.